Moin. Jo, Sonntag heute. Sonntag, der 5.9.2021, letzter Tag, siebter Tag der Hochwasserspendenaktion. Und heute erhöhen wir die Schlagzahl und nochmal ordentlich. Da muss dann der Kapellmeister mit Schmiss den Riemen auf die Orgel werfen und das kann er, das schafft er. Und damit meine ich einfach nur, versuche ich zu umschreiben, dass wirklich ein paar Kracher jetzt noch kommen auf den letzten Tag. Ja, mit Absicht natürlich so gehalten. Unter anderem als Unterlage ein Hank von Real Men Carry. Das kommt dann im Set. Wurde nochmal gespendet von Sven Kienast vom Messerdepot. Dazu dann aber ganz zum Schluss etwas. Erstmal wird es als Ablage dienen. Ist natürlich neuwertig und ich werde alles, was ich jetzt darauf lege, vorsichtig ablegen, dass es auch ein neuwertiger Zustand bleibt. Das aber gehört dann zum Set mit dem, ja, mit dem, ich denke mal, vorletzten ja, Messer. Ansonsten muss ich mal gucken, dass ich nicht den Überblick verliere, wie viele Sachen es sind diesmal. Ich glaube, es sind, ja, wenn ich mich hier jetzt nicht verzähle, vier. Ja, fangen wir mal mit dem ersten an. Das ist von Real Steel. Da haben wir das Real Steel Ippon. Ich denke, es wurde benutzt, befindet sich aber optisch in einem sehr guten Zustand und technisch-mechanisch sowieso. Wurde gespendet von Rolf Chatlos Banyos Design. Wir hatten ja das Titan Subcom von ihm schon ein paar Tage vorher hier rausgehauen. Und jetzt halt von Real Steel eine Auflage. Ist ja viel unter Böker Plus von Chat erschienen in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren. Und dieses Modell hier aus seiner Designlinie der Familie, was er da alles schon auf den Markt geschmissen hat, ist bisher mein Favorit. Stabil aufgebaut, Liner Lock, sehr schneidfreudig, lässt sich über diesen dünnen, überstehenden, mittig über der Achse stehenden, ja, über diese Angel hier als Flipper aufwerfen und das wirklich, wirklich rasant und funktioniert auch gut, wie ich finde. Also sehr intuitiv und schnell oder zumindest meinen Fingern, meiner Hand liegt das ganz gut, macht ganz sauber zu. Tolles, tolles Design, das Ippon. Zweifarbiges G10, gibt es glaube ich noch G10 Uni, also ganz schwarz. Gefällt mir beides sehr, sehr gut. Clip, tiefsitzend. Cooles Teil. Das halt. Dieses Messer, das Ippon Versteigerung Nummer 1, da sucht ihr dann bei Interesse bitte den vorgefertigten von mir angebrachten Versteigerungskommentar Nummer 1. Da steht dann halt Real Steel Ippon und bei Interesse als Antwort an diesen Kommentar euer Gebot hinterlassen, würde ich mich sehr freuen. Aber ihr findet noch drei weitere Versteigerungskommentare und zwar, da haben wir als zweites dann das Line Steel, und zwar das SR2A. Und das ist die kleine Version mit den schwarzen Aluminium-Griffschalen. Dieses Integralmesser, damals so der erste Integralknaller, vor allem noch bezahlbar von Line Steel, kommt hier ohne den Daumenöffner, den Pin, die wurden abmontiert. Das Messer wurde gespendet von Martin, dem Bruder von Peter. Da hatte ich ja gestern schon das Red 2 gezeigt, das kam auch von Martin. Und bei diesem Modell von Line Steel, das gibt es so ab Werk auch nicht. Das wurde von Jürgen Schanz dünner ausgeschliffen und dann von Martin selber gestonewashed, die Klinge. Ja, und das sieht schon wirklich ganz cool aus. Und ja, ist durchaus auf Zweihand aufgebaut. Kann man natürlich mit etwas Druck auch einhändig öffnen, aber deshalb ist ja der Daumenpin auch entfernt. Das ist natürlich keine 42A Trageempfehlung, aber ich denke, da liegt der Sinn dahinter. Relativ fest auf die Achse angezogen, also ein sehr, sehr definierter Klingenlauf. Keinerlei Klingenspiel, sitzt bombenfest. Der Frame Lock macht ganz, ganz sauber zu. Wir haben noch den Rotoblock, um den Frame Lock zu blockieren, die man zuschalten kann. Jo, Clip kann man abmontieren oder auch umsetzen. Das Tool, das Werkzeug ist auch mit dabei. Jo, sehr, sehr cooles Teil. Und ich hoffe, dieses Messer wird einige Euros einbringen. Also das halt Versteigerung Nummer 2. Da sucht ihr dann bitte
den Versteigerungskommentar Nummer 2 mit Leinstil SR2A und da dann bei Interesse euer Gebot hinterlassen. Und jetzt, das dritte Versteigerungsmesser heute am Sonntag. Und da geht ein dickes Dankeschön raus an Forgeworks. Vielleicht kennt einer von euch Forgeworks über das Messerdepot. Da hat Sven zum Beispiel das SK07 in Custom Handarbeit fertigen lassen. Christoph Giering steckt dahinter, der Messermacher von Forgeworks, der die Modelle fertigt. Und der hat dieses Messer gespendet. Also vielen, vielen Dank raus an Forgeworks. Das ist das ist das SK, beziehungsweise an das taktische SK07 orientierte Kochmesser. Können mal hier ein paar Infos, beziehungsweise ich lese die mal vor. Kostet um die 300 Euro. Die Klinge wurde im Flachschliff wunderbar fein ausgeschliffen, wie das für ein Kochmesser auch sein muss, damit es schneidfreudig ist. 2,7 Millimeter Klingenstärke. Wir haben OD Green gegroovte, taktisch anmutende, verpinnte G10 Griffschalen, wo sich halt das Muster in den Griff bzw. übergeht. Das sieht schon ganz geil aus. Hier dieses Jimping beim Kochmesser, halt natürlich fraglich, ob man das braucht, aber das ist optisch schon ein richtig geiles Teil. Ich hätte es auch gerne mal benutzt, also tatsächlich, da musste ich mich zusammenreißen, aber es ist natürlich komplett neu und unbenutzt. Hat eine Klingenlänge von knapp 22 cm, davon ungefähr 20 cm effektiv scharf. Gesamtlänge um die 33 cm. Ja, ziemlich, ziemlich geiles Teil. Das dann halt, wie gesagt, im Set mit diesem Realman Carry Hank. Wer schon länger mal drüber nachgedacht hat, sich ein handgefertigtes Kochmesser zu kaufen, hier hat er die Gelegenheit, auf eines mitzubieten. Und dann ist es halt wirklich noch ein sehr abgefahrenes Teil. Wer weiß, wie oft es die noch gibt. Ich denke nicht allzu oft. Außergewöhnliches Stück. Das Versteigerung Nummer 3, dieses SK07. Und zum Schluss, für mich persönlich auch nochmal ein echtes Highlight. Da habe ich mich auch tatsächlich sehr gefreut, dass das mit dabei ist, denn da werde ich auch mein Glück versuchen. Das kommt auch nochmal vom Martin und der hat da nochmal richtig was springen lassen. Ein Modell, das es seit vielen Jahren nicht mehr gibt, das von Benchmade Knives produzierte Bradley Alias One, das 17600. Und bei diesem speziellen Modell gibt es noch ein paar Besonderheiten. Das Modell wurde gestonewashed, sieht in geöffneter Linie, das ist ein hammergeiles Design. Die Klinge läuft auf Unterlegscheiben, auf Washern, aber wirklich wunderbar definiert. Das fliegt geradezu auf. Also wenn ich den Pin nur ein bisschen ankicke, dann ist die Klinge schon offen. Also mag man gar nicht, wenn man mir sagen würde vorab, dass das auf Kugellagern läuft, würde ich das auch sofort glauben. Aber halt schön definiert, steht geschlossen, mittig, hat keinerlei Klingenspiel. Der Titan Framelock macht ganz sauber zu. Der hat von Robert Dreno, also von Saar Tools, der hat da am lockbaren Stahleinsatz reingemacht. Da sollte es also weder Lockstick geben, noch dürfte der sich nicht groß bewegen. Also ein sehr sicherer Framelock jetzt. Die Schrauben wurden zusätzlich gestrahlt, aber es gibt im Set noch mit dazu einmal noch den Ersatzclip, beziehungsweise ich glaube der Originalclip, der damals mit dabei war, und jede Menge Ersatzhardware, Schrauben, Standoffs. Das ist alles mit dabei. Außerdem noch eine kleine Lederpouch, die gehört auch noch mit dazu. Ja, da werde ich definitiv doch noch ein paar Euro abknapsen müssen, um hier ein anständiges Gebot reinzuhauen, denn das Teil ist genau mein Beuteschema. Wenn ihr jetzt Ähnliches seht und empfindet wie ich, dann denkt ihr nur geil, geiles Teil.
Ein bisschen größer das Teil. Wer auf kleine Taschenmesser steht, vor allem nicht Einhandmesser, der braucht hier gar nicht mitbieten. Wer auf große Einhandmesser steht, gerade Titan Framelock Folder, der haut ein ordentliches Gebot raus. Aber bitte nicht so viel, weil ich will ja mitstimmen. Doch, haut mal raus. Aber ich werde mein Glück hier auch versuchen und auch ein paar Euro bieten. Geiles Teil. Super Spende, Martin. Ich hoffe dann für uns alle, für dich, dass dieses Modell in gute Hände kommt. Im Idealfall reicht mein Höchstgebot und es wandert in meine Hände, da ist es nämlich in guten Händen versprochen. Aber auch so, ich bin mir sicher, die richtigen Leute werden hier mitbieten. Und ja, ich wünsche euch, Peter, Martin, eure Familie, euren Frauen, eurer Oma, viel, viel Kraft für den weiteren Aufbau. So eine Nummer, die ist ja nicht nach 2-3 Monaten durch. Ne? Da wird noch viel Energie vonnöten sein. Da wird noch viel Zeit vergehen. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie aufrechterhalten und dass das auch finanziell alles klappt. Ich hoffe, wir konnten jetzt innerhalb der Szene ein bisschen dazu beitragen, dass zumindest die eine oder andere Rechnung ein bisschen aufgefangen werden konnte. Ich hoffe sehr stark, dass wir eindeutig vierstellig wurden, aber da bin ich mir doch eigentlich recht sicher, dass hier über 1000 Euro bei rumkommen und gerne einiges mehr und es wird mir eine Freude sein, das im Namen der Messerszene an euch weiterzuleiten und euch alles Gute weiterhin und Kopf hoch, weitermachen, ne? Weil aufgeben ist ja auch keine Option. Ist einfach keine Option. Ne? Und abschließend an all jene, die hier mitgeboten haben, auch da wiederhole ich mich jetzt nochmal, die hier reingebuttert haben, auf welche Art und Weise auch immer, danke für euren Support. Ist wichtig sowas. Solidarisch sein ist wichtig, ist einfach wichtig. Ne? Wir dürfen da nicht abstumpfen und zusammen schafft man doch einiges. Auch wenn man manchmal denkt, es ist doch alles, ich will gar nicht jetzt, ne? Solidarität ist wichtig, genau. Also immer zusammenhalten, Leute. Das war's von mir. Her mit euren Geboten und denkt immer dran, all knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.